Hui. Moin. Ja, schön, hier heute auftreten zu dürfen in unserem kleinen Literaturcafé. Ja, ich bin vor 3,5 Jahren nach Hannover gezogen, um meinen ganz großen Traum zu leben. Das hört man auch nicht oft in dieser Kombination. Aber ich habe es gemacht, ich habe es geschafft auch. Ich studiere Musik. Jazzbratsche. Ja. Das ist kein Witz, das ist mein Leben. Und in einem Jahr danach habe ich gedacht, boah, geil, Mann, und habe so einen richtig gute Laune-Text geschrieben. Ja, und so habe ich euch mitgebracht. So richtig gute Laune, und der heißt Resignation. Es gibt Momente im Leben, wo deine Träume zerplatzen wie Seifenblasen. Blub. Der Moment, in dem man vergeblich auf den Brief aus Hogwarts wartet. Die Erkenntnis, dass man nie in der Fußballnationalmannschaft spielen wird, weil die Debütanten jünger sind als man selbst. Fick dich, Joshua Kimmich. Und der Blick in dem Spiegel, der einem sagt, so hast du dir nicht vorgestellt, mit Anfang 20 auszusehen, statt Bart und Waschbrettbauch, Pickel und den Körper eines 14-jährigen Mädchens. Kleine Brüste, großer Bauch, fetter Arsch. Und in diesen Momenten schreit irgendeine Stimme in deinem Kopf, leb deine Träume. Aber wie? Ich habe schon Probleme, mein Leben zu leben, und wie zur Hölle soll ich denn meine Träume leben? Natürlich kann ich nach London fahren und immer wieder gegen eine Backsteinmauer rennen, aber statt nach Hogwarts komme ich so höchstens in die Psychiatrie. Natürlich kann ich Marketing studieren, Rhetorikkurse besuchen, der CDU beitreten, Ministerpräsident werden, schließlich Bundeskanzler, um geschickt die Macht an mich zu reißen, mich zum König von Deutschland zu ernennen, nur um dann mich selbst beim DFB-Team aufzustellen, aber seit einiger Zeit ist das nicht mehr so einfach, wie es klingt. Danke, Adolf. Natürlich kann ich einfach ins Fitnessstudio gehen und was für meinen Körper tun. Das letzte Mal, als ich den Versuch unternahm, landete ich mit Leistenbruch im Krankenhaus. Und als ich meinem besten Freund, der nicht wusste, was das ist, erklärte, dass jetzt mein Darm gegen meinen Hoden drückt, fragt er nur, was? Du kackst dir in deinen Sack? Und da wusste ich plötzlich, warum weise Menschen sagen, dass Träume für den Arsch sind. Aber hey, vielleicht befinde ich mich einfach nur in einer depressiven, misanthropischen Phase, denn nicht jeder kann Nationalspieler werden. Fick dich, Joshua Kimmich. Viele träumen ja davon, das zu werden, was ich schon bin. Ja, Poet, Künstler, Jazzbratschist. Mein Traum ist wahr geworden. Ich stehe um 15 Uhr auf, koks eine Runde, lass mir ein paar Noten kommen und gehe abends ins Studio. Ab und an Konzerttournee mit Freigetränken und Groupies. In Wirklichkeit stehe ich aber um 7 Uhr auf, über 8 Stunden alleine im Kämmerchen wie ein Verrückter mein Instrument. Hab abends einen Auftritt vor 10 Leuten, krieg 20 Euro und 3 Freigetränke. Und am Ende des Tages klopft mir wer auf die Schulter und sagt, du warst echt okay. Vielleicht sind Träume auch deshalb für den Arsch, weil sie, wenn sie in Erfüllung gehen, nie im Endeffekt so sind, wie du sie dir vorgestellt hast. Wenn man einen Körper wie Ryan Gosling haben will, darf man nicht rumsitzen und rumheulen, sondern muss sich gesund ernähren und 5-mal die Woche ins Fitnessstudio gehen. Vielleicht gehst du nach 5 Monaten dann auf die Straße und alle sagen, hey Ryan, ich dachte, du wärst in Hollywood. Vielleicht liegst du aber auch nach 5 Minuten auf dem Boden vom Fitnessstudio, weil dir der unqualifizierte Trainer, der dir 20 Kilo zu viel draufgepackt hat, dir mitteilt, dass du dir einen Leistenbruch zugezogen hast und alle sagen, haha, Johannes, du kackst in einen Sack. Zum Glück nur ein Freund von mir passiert, der auch Johannes heißt. Träume passieren nicht. Träume sind harte Arbeit, Träume sind anstrengend, Träume können scheitern. Nicht alles, was Spaß macht, bringt dich weiter, nicht alles, was dich weiterbringt, macht Spaß. Wir gehen weg vom großen Ganzen und reduzieren unsere Träume auf ein Minimum, denn heute bin ich voll verrückt, ich färbe mir die Haare grün, ich sag ja immer Yoga, Yoga, Yoga oder ich habe heute mit Zumba angefangen, sind keine Träume, sondern wirklich für den Arsch. Und auch wenn richtige Träume im Endeffekt oft für den Arsch sind, weil sie sich nie so erfüllen können, wie wir sie erträumen, geben sie uns in manchen Momenten im Leben die Kraft, mehr an uns zu verändern als die Haarfarbe, und dann sind sie zwar für den Arsch, aber auch ein klein bisschen für das Herz und gegen die Resignation. Dankeschön. Johannes Herder. Ach, schön.